Schmeißt es, schreibt es ein in die Kommentare. Was? Ah, nix da, weiter. Hört mir die Zuschauer geredet. Ja, First 3000er erledigt. Bergheil, ich bleib auf jeden Fall geil. Jetzt. Oh Gott. Möchtest du irgendeine Zornattacke reinschreien? Jetzt war die Möglichkeit dazu. Es reicht! Ja, willkommen zu diesem Video, zu diesem Vlog. Nice Format mit der Anna. Heute einmal wirklich so ein richtiger Vlog, gell? Ganzes Wochenende eigentlich. Ja, also für die, die mich nicht kennen, ich bin der Franz, da ist die Anna neben mir und wir haben dann wirklich das Paradies auf Erden gefunden. Ja. Was haben wir gemacht? Wir haben im Auto geschlafen, dann sind wir auf eine der einsamsten und schönsten Hütten zugestiegen, die es da überhaupt so in die Alpen, glaube ich, gibt. Ja. 18 Leute waren insgesamt nur auf der Hütte oben. Wir sind klettern gewesen, wir haben ein Klettern Basics gemacht, gell? Und jetzt stehen wir da im Ambiente einer wunderschönen Gletscherlandschaft und sind noch dazu auf deine ersten 3000 da aufgegangen im Leben, gell? Genau. Und jetzt haben wir erwartet uns noch was viel Cooles. Und zwar, kommst du da auch so rum? Jetzt da jetzt ein oben schaut, hinter uns, sieht man das? Warte mal. Muss ich aus dem Bild gehen? Nein, ja genau, jetzt sieht man es. Das ist doch einfach traumhaft. Das Blau, das Türkisblau, so ein schöner See. Voll. Und noch viel mehr schöne Sachen seht ihr in dem Video. Ja, und bevor das wir uns jetzt auf dem Weg oben machen, schreibt es auch gerne unten rein in die Kommentare, wie euch das Format gefällt. Wollt ihr genau. Mehr davon sehen? Wir sind bereit, gell, für alle Schandtaten. Cool. Uns hat Spaß gemacht. Ja, viel Spaß. Viel damit. Spaß. So, es ist 20.15 Uhr. Wir gammeln auf der Straße. Gell. Zu Primetime. Ja, perfekt. Primetime. Was hast du gekocht für uns zwei? Sehr gut. Ich hab alles gegeben. Auf jeden Fall, wir gönnen uns jetzt an Mahlzeit. Genau, Mahlzeit. Was ist nicht gut? Sauerkraut ist von Burger King. Burger King. Aber die Curry ist okay. Hm. Double Whopper schmeckt. Ja? Ja, ist sicher. Richtiges Bergsteigeressen. Ja, voll. So gesund. Ja, voll. Aber bitte schön gesessen, Leute, ist auch geil. Alles dabei, was man brauchen kann. Ja. Voll schön. Voll. Sonnenuntergang in Deutschland. Am Parkplatz bei Berg. Aber wir fahren jetzt noch weiter. Wo fahren wir hin? Jetzt geht's los. Jetzt geht's richtig los, das Abenteuer. Yes. Ja, aber das wir verraten sind. Ja. Darf ich's verraten? Verrate mal. Osttirol. Osttirol. Was ist jetzt? Ich muss einmal deine Facebook-Verlinkungen da beantworten. Mach das. Voll der Scheiß. Da sind 100.000 Viecher. Dort sind sie weg, gehen auch nicht da. Nein, nein, die sind da. 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 Voll wie solche, ne? Ja. Vielleicht schreibt es uns rein, wie die Viecher was. Das ist ein Tyrannosaurus Rex Mykos. Ist das. Tyrannosaurus Mykos. Mykos aus Mykonos. Nein, los, das, dann fliegen sie wieder. Ich habe eh schon viel Nachtfetter getötet. Ja, ja. Ja. Aber das ist mir eh wurscht, weil wir schlafen jetzt nicht ja, gut. Genau. Augen fallen zu, gute Nacht. Gute Nacht. Ciao, ciao. Und Stracciatella. Grazie, Pasta. Arrivederci. Ciao. Was? Du bist munter, wenn du mit dem das Gesicht waschst. Mit dem das Gesicht waschen? Ja. Boah, sicher nicht, weißt du, wie gehört, dass das ist. Das ist voll gut! Du bist so eine Memme. Ja. Schau, ich tue mir die Zipfel noch reinstecken, dass es nicht kalt wird. Nass werden. Ja, und dann? Dann. So das Gesicht. Boah, das ist so gut! Du willst sonst. Glaubst du? Ich will nicht. Hast du die Memme? Schreibt es rein, was ja für Memme ist.
Ich bin kein Memme. Ich will nicht, ich bin schon munter, ich stehe schon. Du. Du jetzt! Du musst den Sandmann aus den Augen waschen. Ja, doch, halt einmal. Ich filme dich dabei. Dass du kannst deiner Community mal zeigen, was du für hart bist. Alter. Boah, scheiße, es ist cool. Das ist voll gut. Und? Geh geil. Voll. Da hast du eine Kuh eingebuddelt. Nein. Doch, da oben. Das ist voll klares Wasser. Ja, das schaut so klar aus, aber wenn du mein Video vom Hochgall da unten verlinkt gesehen hättest, dann wisst ihr, dass da oben 10 Kilometer weiter die Kühe reinsacken in das Wasser. Das schaut da nicht. Ach. Vielleicht siehst du dadurch dann ist ein bisschen nur so blindes Huhn. Hab ich noch. Nein, das Sandmann ist weg. Das Sandmann weg, sehr gut. Die Frühstückssituation. Stärkst du dich damit jetzt für den Tag? Nein, für einen Hüttenzustieg brauche ich noch einen nächsten Kaffee. Da brauche ich noch mehr. Das ist sonst der Oma-Opa-Kaffee. Schau, wie viel er rein tut von seinen weißen Büchern. Ja. Pass auf, da wacht es. Ja, da kann ich mir ein bisschen die Hände wärmen. Da kannst du die Finger verbrennen. Coffee in the morning. Ah ja. Coffee in the morning und der Tag ist gerettet. Und eine kleine Nachricht für den Markus M. Es gibt zum Frühstück schon mal keine Nackschnecken, oder? Nein, es gibt Croissants. Croissants. Ja. Frühstück gekocht. Frühstück hat es auch noch gekocht, der Wahnsinn einfach. Mit Haferlschuhe und Hut. So, endlich geht's los. Voll schön. Bei der Patschoalm sind wir wieder weggegangen. Da ist die Patscherhütten. Da sind die Almer. Schön ist, gell? Voll schön. Und jetzt auch gut in der Sonne. Voll gut. Da gehen wir nicht hin. Nein. Da gehen wir hin. Da gehen wir hin. Da gibt es eine Emmy, gell? Hoffentlich. Kaiserschmarrn. E-Fürs braucht man. Ja, das war's, oder? Ja. Da den Duracell einschaltet. Die Batterien habe ich im Auto lassen. Scheiße. Schön. Aber es ist gescheit gut. Sehr gut. 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 Ist so kalt. Schau mal. Bist du schon wieder so Memmen hast. Es so die Memme. Jetzt zwei Kutschhörer. Ja, jetzt sieht das ja aus. Jetzt aber, gell? Lass dir nichts sagen mehr. Alles hat er da nicht. Hast du ja kein irgendwas mehr eingeschoben? Okay. Wow! Wer ist jetzt da die Memme? Wer ist die Memme? Weiß es vermutlich warm. Ich. Gut, gell? Voll gut. Mega. Voll geil, aber jetzt muss ich die Hände waschen. Ja, dann tust du die Hände waschen. Gut. Gut, gell? Mega. Mega. Das ist was, das müsst ihr unbedingt einmal in euch am Live machen. Wasser voll duschen. Das ist zwar noch ein Ringtal eigentlich, aber voll gut. Das passt schon voll angenehm warm. Ich geh auch nochmal. Ja, geh duschen. Wasser zum Anfahren, gell? Aber das ist richtig kalt. Ja, das kommt direkt vom Berg runter. Das ist ja da. Hast du gesagt, das ist ein 3000er? Jetzt zeigen wir euch was. Wie du bouldern kannst. Die Boulder Nordkante. Sehr gescheit. Vielleicht lass das auch einfach, bevor du runterfällst. Das ist eh nicht hoch. Das ist nicht nah. Super! Und jetzt bist du der König der Welt. König der Welt! Gewaltig! Mein
wir kommen runter. Sag einmal, das ist doch wie ein Paradies da, oder? Herrlich. Echt. Muss man eh das Panorama ein bisschen genießen eigentlich. Schon, gell? Ja. Ein bisschen Magnesium. Schaut's nicht. Ja, und es ist so schön. So abwechslungsreich. Die Wiesen, die Felsen, nebenbei das Wasser. Voll schön. Traum. Wann gehen wir baden? Wann wir gehen? Ja, auf jeden Fall. Oben ist auch ein kleiner See. Der hat sicher minus 10 Grad. Bring ich dann morgen zum Gesichtwaschen. Kannst du wieder mal Männchenhof da. Ich bin doch kein Männchen, ich bin unter einem Wasserfall reingegangen. Ja, war aber. Das hat die Frau schon vergessen. Der war aber bachelwarm. Ja, das habe ich vorher nicht gewusst. Irgendwas andere. Das habe ich vorher nicht gewusst. Schon hast, weil ich habe das Wasser als erster getestet. Ja, aber und du jammerst auf Kamera. Sowieso, ja. Du jammerst sowieso, ja. Weil ich kein Jammerlappen bin. Da rauf, wo der Spitz ist, da müssen wir hin und nachher links geht es dann zur Hütte. Zu unserem Basecamp. Genau, Basecamp für heute auf morgen. Schau mal, was siehst du da links vorne? Da oben? Da. Die Materialseilbahn. Nein, da. Ist das die Ohrenspitze? Nein, drunter schau halt mal am Bildschirm. Ach so. Wo ich hinzeige. Ein Schneefeld, ein Pulverfeld. Pulver. Bis zur Nase. Ach, und der Loch. Ach so, da. Geil. Pulver. Pulver. Das sind mehrere kleine Pulverfelder. Ja, Wasser gibt es da eben wirklich mehr wie genug. Das ist einfach weiter oben. Die Berge so hoch sind, ein paar Gletscher um und da schießt es halt nach wie vor runter. So eine schöne Stufe. Sag, wo sind wir jetzt? Wir sind da jetzt bei der alten Baumerhütte. Die ist irgendwann einmal zusammengebrochen, weil da ist einmal so ein großer Bergsteiger gewesen. Der hat da in der Hütte drin geschlafen und dann hat er Murz drum schweiß lassen. Und dann ist die ganze Hütte eingebrochen. Und? Gott sei Dank. Die Wahrheit ist die. Ach so. Auf jeden Fall, da steht jetzt die Neiche. Die Neiche Barberhütte. Die wollte. Da müssen wir noch hin. Ja. Und was wollt ihr jetzt vorkommen? Wir waren vorgekommen, weil da sind ja voll viele Kletterrouten auch. Ich bin ja kein Kletterer, ich bin ja nur Alm- und Wiesenwanderer, aber wenn ich Kletterer war, dann wollte ich das ganze alles da unterhalb von der Hütte einbauen. Weil der Fels ganz cool ausschaut, kompakt und weil es nicht weit weg ist von der Hütte und die Kletterer gingen ja nicht gern weit. Ja, es ist allseits bekannt. Insofern verstehe ich das, dass da auf der Hütte nicht mehr Plätze sind zum Schlafen, weil es ist schon ein breiter Weg da rein einmal. Aber es ist landschaftlich einfach ein Wahnsinn. Echt voll schön, ja. Das ist das Paradies. Sagen wir es nochmal. Ja. Das ist schon wie ein Paradies da. Das ist echt wie ein Paradies. Ja, auf jeden Fall machen wir uns jetzt da auf den letzten Aufstieg zur Hütte, gell? Jawohl, Aufstieg zur Hütte. Also ich muss mir jetzt echt selber mal loben. Du darfst das jetzt zum Lachen anfangen. Ist schon Spaß. Ja. Nein, aber was du für deine Freundin, deine Frau, was planst, gell? Und voll viel Komfort irgendwie dabei haben willst. Aber dass das so aufgegangen ist, da oben ist die Hütte. Wir wollen heute noch klettern gehen. Und da sind die einbaren Routen, also wirklich 5 Minuten von der Hütte entfernt. Nicht einmal. Ja, also ich bin echt stolz auf mich. Ja, ich bin auch stolz auf dich. Schreibt es dann bitte in die Kommentare. Wie brav, dass ich nicht bin, gell? Da unten eine. Nein, aber das ist echt voll geil, weil meine, da oben ist die Hütte und da unten sind dann schon Kletterrouten eingebaut. Der Fels schaut auch cool aus. Und laut Hüttenwirt ist vom Schwierigkeitsgrad 3 bis 8 plus, glaube ich, oder 8 minus, weiß ich nicht, so kurz haben wir sowas noch nicht. Ist alles hier dabei und das ist schon cool. Ist echt cool, gell? Ist ja voll geil, oder? Mega. Voll geile Fels. Voll.
Ich glaube, das ist echt geil. Ja, schauen, das wird das Boulder. Das sind die Boulder da, ja, genau. Aber das sind keine Matten. Muss man sich die auch von unten mit aufzahlen, ja, oder? Sicher. Geleck. Das sind dann echte Sportler, nicht so wie wir. Wir zahlen Essen und so einen Scheiß auf und die Matten. Zahlen ja ihre Matten auf. Ja, meine Matten liegt im Auto, dass ich drinnen schlafen kann. Wir sind jetzt in unserem Lager herum, in der Baumhütte. Das sind insgesamt 8 Plätze. 4 auf derer Seite. 4 auf derer Seite. Drüben ist dann Lager 1, wir sind in Lager 2. Da sind Rettungsgeräte von der Bergrettung drinnen. Ist aber abgesperrt. Ja, genau. Ja, und da schlafen wir noch drin, gell? Ja. Wird sehr kuschelig. Wie fein. Ja, wir gehen aber jetzt zuerst einmal runter auf die Terrassen. Filmen ein bisschen die Hütten von außen, die Wirtsleute, beziehungsweise das waren glaube ich die Juniorchefs, gell? Ja, so hätte ich auch gesagt. Schau mal in die Kamera, wenn ja, man mit dir redet. Ja, wenn ich haben wir es dumm ram. Ja, die Ram so wie immer dumm. Ja, es sind glaube ich die Juniorleute voll nett, voll hilfsbereit. Voll. Haben uns aufgeführt. Mit der Juniorchefin gestern telefoniert. Und ja, jetzt gehen wir dann raus, gell? Trinken wir mal ein bisschen was, Kaffee oder so. Genau. Kuchen, Kaiserschmarrn. Die Aussicht ist Aussicht cool. Genießen. Ja. Wie findet ihr die Aussicht? Schreibt es rein in die Kommentare. Ich finde das so geil, wenn du zu wie gehst. Sollt ihr das einmal mitnehmen? Ja, ich zeig mir nur noch ein trockenes Leiberl, aber sonst verkehre ich mich. Ja. Wir machen heute ein bisschen Seiltechnik. Ja. Jetzt stehen wir da bei der. Keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht, wie die Wand heißt. Da haben wir sogar ein Hütten-Topo gekriegt. Topo-Buch. Da ist die Wand. Die Besenwandel. Genau. Da kraxeln nur die Besenweiber. Und du bist ja noch nie im Vorstück was gegangen, Anna. Und darum haben wir da jetzt. Das Drahtseil sind wir mal runtergegangen. Das Drahtseil sind wir runtergekommen von der Hütten. Das ist wirklich 2 Minuten von der Hütten entfernt. Und wir sind jetzt da bei der äußersten Route, das ist ein 2+, das ist echt ideal zum Anfangen fürs Klettern, genau. Und jetzt haben wir das einmal so gemacht, dass die Anna gelernt hat, wie man sie einbindet mit einem Achter. Genau. Der ist jetzt nicht der schönste, aber er hält. Aber ich habe ihn das erste Mal gemacht. Und du hast ihn das erste Mal gemacht und richtig gemacht. Passt gut. Und Echsen habe ich auch gegeben, haben wir gerade durchbesprochen, gell, wie das mit dem Einhängen genau so funktioniert. Und du wärst jetzt da vorsteigen, da rauf. 2+. Und oben ist aber kein Ablenker oder so irgendwas drinnen, dass man wieder runterlassen kann. Zumindest habe ich das nicht gesehen. Dann haben wir gesagt, die Anna hängt sich nachher oben einfach mit der Selbstsicherung ein und wartet auf mich, bis dass ich nachkomme und dann tun wir uns überhaupt gleich abseilen. Also das ist voll cool, gell, dass man ja so viele Sachen üben kann. Naja, und wir können da jetzt ein paar Wochen. Genau. Ja, und in dem Sinne, ich würde dich jetzt sichern und wünsche dir dann viel Spaß. Bist du nervös? Ein bisschen. Dass ich nichts falsch mache, aber. Ja, es kann nicht viel passieren. So, auf los geht's los, oder? Ja, Freile. Okay. Na, Papa, jetzt bin ich schon fix lang nicht mehr geklettert. Genau, und die Echsen halt immer dann einhängen, wenn du einen guten Stand hast, wenn es einfach ist für dich. Ja. Genau. Und weißt du, was du eben auch noch schauen musst? Dass das Seil nicht zwischen deine Haxen verläuft beim Klettern. Genau. Schau mal, jetzt lehne ich einmal zurück. Fest. Ja. Thank you.
Ja. Ja, das passt schon. Das ist der erste Routen im Vorstück. Ja, super. So, super. So, geht der hier. So wie man es lernt, mit Selbstsicherung. Also jetzt muss ich nichts anhalten. Ja, genau. Ja, du hängst das nicht nur aus, sondern du sammelst das sogar ein, ja. Aber für das macht der Brusik schon einen Sinn, gell? Super! Das ist fun! Ja, schon, gell? Ja! Ah, das taugt mir, das freut mich gerade voll mit dir. Gewaltig, sagen wir doch, gewaltig. Ich habe auch einen so kleinen Topf gekauft. Da habe ich auch einmal Sauerkraut eingelegt. Jeder muss für sich selber schneiden. Machst du? Nein, Rotlisse. Jetzt wird einmal gewürfelt. Obendessen richtig pipifein. Und jetzt geht's für uns ins Lager auf. Schauen wir mal, ob mehr sind wir zwar. Ihr werdet es spätestens morgen erfahren. Dann schlafen wir um 6 Uhr stehen wir auf, 6:30 frühstücken. Und morgen ist das Ziel der Lenkstein. Und dann haben wir vor, noch eine Runde zu machen. Also es sollte richtig paradiesisch sein. Das könnt ihr euch auf was gefasst machen. Gute Nacht. Schaut euch einmal das an. Die Sonne ist aufgegangen. Episch. Gestern habe ich ja gesagt, ich zeige euch ein bisschen um die Hütten. Das mache ich jetzt an 3 in der Früh bei dem wunderschönen Sonnenaufgang. Da ist da herum gleich ein Bankerl, kannst du aber jetzt nicht hinsitzen. Auch in der Nacht ein mega Gewitter gewesen ist. Und du kannst richtig rund um die Hütten kannst da gehen.
da rauf, der Grat geht zur Ohrenspitze rauf. Da geht es aber auf der Hinterseite der Normalweg. Und so schaut es da aus. Das ist das Gipfelkreuz von der Barmerspitze und da dahinter ist der Hochgall. Da ist der Weltkrieg ausgebrochen ums Ei. Weil du putzt hast. Weil ich putzt habe? Putzen Lippe. Ja, nicht gesehen. Aber gut ist, gell? Gewaltiges Frühstück. Da richtig selber gemachte Almbutter, Almkaras. Der Kaffee ist auch voll gut. Ja, die Marmeladen sind gut. Und das Frühstück sei sowieso noch besser. Und haben wir schon Hunger? Das ist so geil, das Wasser hat so Trinkwasserqualität. Dein Resümee zum Frühstück. Das war gewaltig. Das war wirklich so gut, gell? Ja. Frisch backens, also selber backens Brot, gute Almbutter, ja. Marmelade, Käse, sogar Frühstücksei. Das ist wie in einem Hotel. Ja, voll. Echt. Und so freundlich, Wahnsinn, gell? Freundlich. Also die Hütten, die ist wirklich ein Wahnsinn. Traum einfach. Die ist echt viel Gast zu empfehlen. Sie liegt so schön und der Sonnenaufgang, siehst du direkt vom Bett raus. Wahnsinn. Traum einfach. Echt schön. Ja. Und jetzt haben wir uns zusammengerichtet, gell? Jetzt geht's wieder los. Jetzt gehen wir da mal auf in die Schatten. Ja. Das ist einmal die erste, für mich ist das schon der erste Zielpunkt, dass ich da mal aufgehe. Dann warst du fast 3000 Meter, wenn wir noch Schatten sind. Und dann müssen wir noch weiter. Genau. Auf. Den Lenkstein im Großen. Das war mal so das Ziel. Da geht's da um, da rauf und dann da links irgendwie. Hinten um irgendwie. Ja. Und nervös? Bissi. Ja, schaffen wir schon. Schaffen wir schon, wird schon. Hinter uns ist jetzt da der Abzweiger gewesen bei der alten Barmerhütte. Den haben wir vorher im Video schon hergezeigt. Und da geht es jetzt Richtung Ferner Eck, großer Lenkstein, Patscherschneid. Auch gleich einmal durch voll das Blockwerk kommen. Zuerst einmal flach. Und Diana hat vorher schon gesagt, vor dem Schotterfeld drüben, gell, da hast du einen Heidenrespekt. Schau, ja. Weil du weißt nicht, was dich erwartet. Naja, und von da schaut es irgendwie steil aus und Schotter. Ja, wir haben gesagt, ein bisschen. Ohne dass man umgeht, können wir nicht wissen, was ist. Also genau, müssen wir umgehen. Das muss ich anschauen. Genau. Habt ihr wieder eine kleine Morgendusche? Schaut es euch das an. Gut, hä? So gut. Heute tust du gar nicht zu nehmen, hast du gegessen. So gut. Das ist kalt, aber das Gletscherwasser ist so gut. Mega. Gewaltig. Wunderbar, oder? Ja, Wahnsinn. Voll schön. Hammer. So ich geil. Auch kurz im Paradies. Kühl dich ab. Voll gut, gell? Ja. Rosshorn, Schwarten, Rosshorn. Ja. Ferner Eck, alles richtig. Ja.
Da steht sogar, wo du einen Gletscherübergang hast. Aber das sind übrigens auch so Unterschiede. Gell? Das ist jetzt eine klassische schwarze Bergtour und das ist ein schwarzer alpiner Steig. Das ist dann meistens ein bisschen mit Gletscher und so. Ja, da hätten wir Steiger gebraucht. Genau, das passt halt so nicht mit den Zustiegsschuhen. Ah, da ist der Lenkstein eh angeschrieben, ja. LST. Und ab durch die Schotterprärie. Komm mit dir. Keine Ahnung. Schreibt es rein in die Kommentare, ob ich es hab. Ist sie drauf? Ja, jetzt glaube ich, bin ich sogar drauf. Gewaltig. Von meiner Perspektive schaut es aus wie blauer Himmel und Sand. Es ist aber starr. Dabei bist es du. Und ich bin's. Ich bin's. Ein kleiner Bergwagerbunde. Gewaltig, wie du das machst. Taugt's da? Mir taugt's mega, es ist so schön. Wir im Paradies und das Arge ist, wir sind noch nicht einmal eine Stunde unterwegs. Und da hinten ist die Hütte, das sieht man fast gar nicht mehr. Fast nicht mehr. Voll weit, voll viel Meter gemacht. Nur so ein Punktal mehr. Und vorher haben wir gesagt, da rauf scheißen wir uns schon fast ein bisschen lang. Gell? Jetzt schaut es gar nicht mehr so wild aus, das ist oft so. Wenn du zu weit gehst, ist es nachher nicht so schlimm. Da müssen wir zu weit gehen anschauen. Schauen wir mal. Und nachher entscheiden. Das machen von der Weine schaut es immer ganz anders aus. Genau. Genau. Da rechts hinten ist die Rippenschwartner. Ja. Dann geht es von rechts links auf die kleine Ohrenspitz. Ist das die? Das weiß ich nicht, ob das die bei der Hütte ist oder ob die rechts davon ist. Ist die große das, der große? Ja, vermutlich wird die große das in der Mitte sein. Da wo unterberg die Schneeviertel sind. Und die Arge gerade runtergeht. Ja, genau. Der war, glaube ich, schon gescheit, gell? Ja. So brüchig ist. Und da, wo der gerade runtergeht, darf er dann wahrscheinlich die mittlere Ohrenspitze sein, aber ich bin mir nicht sicher. Oder ob die große ganz drüben ist, keine Ahnung. Der ganze Grat war schon gescheit geil. Voll geil, ja. Gell? Ja. Da haben wir auch geschaut. Schön ist. Und da, wenn du das Gipfelkreuz siehst, das ist die Barmerspitze, ja genau. Und da und geht der noch. Grat danach? Das ist dann der Krügergrat. Ja, genau. Wo was man gestern mal mit hat, ja. Ja, ja. Aber der ist schon klasse. Ja, der ist super. Aber geht der dann so nochmal zurück und dann nochmal am Hochgeil oder was? Ja, der folgt einfach. Der Grat geht dann einfach weiter und nachher kommst du am Vorgipfel vom Hochgeil praktisch schon. Geil, oder? Mega, ja. Mega. Und das ist der, wie hat der gerade geheißen? Batscherschneid, das ist das da oben, ja genau. Das ist aber echt voll, aber halt brüchig. Schön ist. Sicher voll schön. Ja, voll. Ja. Voll. Schon klasse. Weißt du ja auf dieses Absturzgelände? Ja. Schau. Das ist jetzt keine Zeit für Kasperltheater, das ist eine ernsthafte alpine Unternehmung. Ja, eh? Ja, also du musst eh aufpassen. Ich passe gut auf. Sehr schön. Ich bin noch in der Kraxelmaxel, da freut sich nichts. Die ist ja gerade auf 3-2000 da gewesen und jetzt glaubt, sie muss die Bergsteigerwette erklären. Ja. Schön. Fakt, gell? Jawohl. Ja, jetzt ist es zum Kraxeln. Kraxelmaxeln. Jawohl. Da bin ich. Gewaltig. Schau, gell? Ja, schon. Gar nicht so schlecht. Fast du gar nicht so schlecht.
Ja, ist doch gar nicht so schlecht, oder? Nein, sie macht das so super. Einwandfrei. Das ist jetzt nicht schwer, aber ausgesetzt. Da muss man sich einfach gescheit anhalten mit halt zwei Händen. Ja, und das ist halt jetzt. Rutschig durch die Feuchten. Genau. Nicht ausgesetzt, meine ich das. Ein bisschen. Jesus. Jesus, Maria. Jesus. Was sagst du, jetzt bist du Trockenwand gegangen und jetzt das voll ohne Klettersteig gesetzt? Das ist ein Scheiß gegen die Trockenwand. Nein, die Trockenwand ist ein Scheiß gegen das. Wirklich. Ich fühle mich aber da sicher. Ja, weil du in der Zwischenzeit auch schon ein bisschen was gemacht hast. Und? Ja, es ist schon cool. Es ist schon cool da herum, weil. Weit geht's runter. Da ist schon gescheit aufgegangen. Aufgegangen ist auch schon. Sieht man jetzt so gar nicht, gell? Nein, aber viel vorher mit. War halt schön so zum Klettern. Ja. So ein bisschen gemischtes Gelände, A, B, maximal B Schwierigkeit, Klettersteig. Ein bisschen langsam, eine Kraxelei. Und ja, ganz lang in dem wunderschönen Gebiet da in der Gruppe. Jetzt sind wir bald in der Scharten oben, beziehungsweise oberhalb von der Scharten, weil die Scharten ist eigentlich da unten. Und ja, jetzt wird es dann echt interessant, was uns da oben nachher für einen Blick erwartet. Ich bin echt schon mega gespannt und cool ist auch, wo ich jetzt in die Kamera reinschaue, hinter mir die Wolkenstimmung. Ich glaube, dass das echt genial wird, dann wenn wir oben aussteigen. Ja, ich glaube auch. Hoffen wir, dass es halt nicht kein Regen kommt. Nein, ein bisschen wird schon aus. Aber eigentlich, ich habe gesagt, es ist halt ja, das, gell? Schon aus. Passt. Ungefähr gleich wie gestern. Genau, stimmt, ja. Was wir weiter. Gehen wir. Jo, ein bisschen ober der Rosshornscharten sind wir und es ist wirklich ein Traum. Schaut euch das einmal an, was man da sieht. Da siehst du denn die Venediger Gruppen um mich. Das ist schon Wahnsinn. Das ist ein Wahnsinn, ja. Ja. Ich bin mir gerade nicht sicher, weil eigentlich, ja, das ist da hinten. Wo der große Gletscher ist links, wo es auch noch so ein bisschen vergletschert aufgeht. Ja. Das ist die Drei-Herren-Spitz. Und dann muss der hohe Spitz da dahinter, das muss dann die Rötspitzen sein. Ganz links, oder? Ja, ganz links. Ja. Die so steil oben fliegt. Und ich weiß gerade nicht genau, was das davor ist. Vielleicht ist das die Taberspitzen. Bin mir auch nicht ganz sicher. Die ist nämlich auch drei. Hier ungefähr. Für uns geht es jetzt da auf Richtung Fennereck und links da. Ein Traum, Wahnsinn, Ganselhaut. Ja, das kostet schon, gell. Jo, jetzt sind wir auf über 3000 Meter. Die Anna hat eine Steintour in die Haxen, was überhaupt auf über 2000 Meter gekommen ist. Das war genau vor einer Woche am Sonntag. Nein. Sicher, am Sonntag war es, oder? Nein, Freitag. Freitag, vor ein bisschen mehr wie einer Woche. Und dann, was haben wir nachher noch gemacht? Den Schober, gell? Ja. Mehr nicht. Keine Zeit gehabt, arbeiten. Und jetzt hat sie gesagt, sie lässt die 2000er Erfahrung aus und probiert jetzt gleich auf den 3000er auf. 2000er haben wir gleich. Ja, und jetzt
haben wir die Qual der Wahl. Großer Lenkstein, 3-2 irgendwas. Und ferner Eck, 3050 oder so irgendwas. Stehen dann zur Auswahl. Idealerweise machen wir alle zwei. Ja. Mega cool, gell? Mega. Ich bin so glücklich und so stolz. Du hast du Steine sammeln auf 3000 Meter. Ja, als Erinnerung. An den ersten 3000er. Ja. Schön. Gipfelsturm zum Stempeln. Ja, geil. Bleib's geil. Super, Schatz. Das ist er, der erste 3000er. Ferner Eck, 3120 Meter. Schon deutlich über 3000. Ja. 3120. Lass dir das einmal auf der Zunge zergehen. Ja. Das ist um 1000. Ja, ich habe meinen ersten 2000er vor einer Woche. Stimmt. Oder Bernstaff für genau. 2020 oder so. Genau. Voll schön. So schön. Und mit Sicht auf Gletscher. Ja. Eis und Schnee. Wow. Da unten ist die Bamerhütte, da sind wir jetzt dann hergekommen. Da vorne die Rippenschorten. Von hinten, sieht man auch nicht, geht es auf den Hochgall rauf. Da über die Firnflanken um, 4 Grad sind wir erst gegangen und dann über den Grat auf den Gipfel rauf. Und das ist halt riesen ferner, voll schön. Und da vorne auch der Wasserfall, voll geil. Hast du den schon gesehen vorher? Ja. Da vorne. Das ist mega. Und für uns geht es nachher irgendwie so weiter. Schaut ziemlich brüchig aus. Und da vorne oben ist nachher der Gipfel, der Lenkstein, der große. Ja, und der Großvenediger, den sieht man schon. Das ist da der wo so ein 4 Grad rauf geht und unterhalb so eine Felswand ist. Mhm. Das ist der Großvenediger. Da so ziemlich in der Mitte. Ja, genau. Und rechts davon der Spitz, das müsste dann das Rainerhorn sein. Ja, nicht nur müsste, sondern ist das Rainerhorn. Voll geil. Schön. Schaut echt schön aus. Und da hinten ist der große Glocken in die Wolken drin. Würde man sonst da was sagen, oder? Ja, sicher. Da, in die Wolken. In die Wolken fahren, genau, wo es die jetzt da gerade fahren. Ja. Der folgt auch noch. Ja, irgendwann einmal. So, ja, Bergwager bunten. Für uns geht es jetzt weiter. In die Schorten oben. Und dann auf den Lenkstein. Der Fels ist rutschig, gell? Ja. Ist nicht schwer, aber ein bisschen ausgesetzt. Ja. Echt ein wunderschöner Grat. Wenn du das nachher siehst im Video. Da hast du Luft unter den Sohlen, ja. Wenn du das nachher im Video siehst, wirst du echt denken, wow, weg war schon wieder ein geiles erstes 3000er Erlebnis gehabt. Weil das ist jetzt Wahnsinn. Ist irre, oder? Ja. Aber das ist auch echt richtig geil. Ja. Das bringt auch nicht an die Grenzen, gell, aber. Nein. Aber es ist ein Erlebnis und es ist
Geil, du hast alles drinnen. Ja. Ein bisschen kraxeln, ein bisschen das. Da schau, wie weit das da oben geht. Ja. Direkt im Schnee. Im hoch über, ja, und hoch über dem Gletscher sind wir. Voll geil. Über dem Mini-Gletscher. Ja. Das ist schon Wahnsinn, ja. Voll. Berggehen reicht. Läuft schon, wie gescheit. Aber voll krass. Für die Mädels möchte ich eigentlich da mal die Glitzersteine herzahlen, aber ich weiß nicht, ob man das sieht. Und du machst keine Meter, gell? Voll. Wahnsinn, wie da das Ambiente wechselt immer. So arg. Voll. Cool, oder? Mega. Da kommen wir her. Schon der Haufen. Ja. Magst du ein bisschen voraus? Yes. Fast nicht ausgesetzt. Jetzt schaut's, wo wir angekommen sind. Pulver! Wie glücklich bist du? Ja, super, wenn ich einen Spaltensturz hab, dann bis über den Nasen Pulver. Gewaltig einfach. Du kannst ja einfach reinlegen. Sicht. In mein Gesicht, ins Pulver. So. Nein, tue ich jetzt nicht, da muss ich mich putzen. Vielleicht hat wer eine Pist. Aber ganz viel Pulver. Da ist wirklich Stab. Kannst du super Ski fahren? Ja, du wolltest uns ja nicht aufvertragen. Weil wir haben ja schon so wenig dabei. Mein Wilderness Hochtouren-Babe. Aus Schnee und Eis komme ich her. Da spielt wer mit der Flötner. Jawohl! Wow! Arg, oder? Was ist arg? Der See. Was für See? Der Gletschersee. Mit einer Farbe. Blau wie deine Augen. Scheiß die Wand an. Bist du deppert. Jetzt muss ich mich mal so ausdrücken. Ja, leckersch. Da hat er uns nicht zu versprochen, der Franz von der Hitten, gell? Hörst du mich? Nein, Hüttenwirt. Also da eine andere Franz, die heißt neue Franz da, gell? Ja. Die, was sich in den Berg auskennen, die heißt neue Franz. Peter, schreibt es rein in die Kommentare, ob alle, die sind die Berge auskennen, Franz heißen. Die Franzen. Ja, die Znafs. So, jetzt ist nicht mehr weit auf dem Gipfel. Aber geil, gell? Ja, voll so geil, im Paradies. Sind wir da aus dem Pulver gekommen. Ja. Wahnsinn. Aus dem Pulver stieg ich auf, gell? Ja. So schön.
Pass du eh auf. Ja, Schatz, ich pass auf. Ich bin der König des Lenksteins. Nur nicht. Oh, fast. Fast. Okay. Gewaltig. Nicht schwer, aber ausgesetzt, oder? Überhaupt nicht schwer. Da oben schon wieder. Das ist geil. Mega, gell? First 3000er erledigt. Berghell. Ich bleib auf jeden Fall geil. Yes. Oh Gott. Mei, jetzt kann ich raus. Unfassbar, wirklich. Ich kann das, glaube ich, gar nicht verarbeiten. Bist du jetzt sprachlos, Schatz? Du sagst gar nichts mehr. Der Moment gehört dir. Super warst. Und gut ist gegangen, gell? Voll, ich bin noch immer nicht fertig. Ich habe ja auch noch einen langen Abstieg vor mir, aber... Wow. Jetzt darf ich ganz berechtigt endlich ein Bergsteiger verstehen. Geh schon. Gönn da, auf jeden Fall. Ja. Das bist du. Bergsteiger musst du auf 3000 Meter. 3237. Dreimal ist gut. Dreimal ist gut. Ja, sicher. Herrlich. Herrlich. Jetzt ein Bier an oder zwei, gell? Das war's jetzt. Das war's jetzt, aber das kriegst du später. Das kriegst du später. Aber du bist auch berechtigt. Ja, berechtigt. Ja, danke. Das gefällt mir aber schon sakrisch. So nett bin ich. Ja, voll. Ausblick genial von den Zinnen, Dolomiten. Hochgall. Dieser Ferner. Dauern. Venediger Gruppen. Und jetzt sagst du sogar ein Großglockner. Und unser Plan ist jetzt dann da oben. Und dann da hinten raus. Ufer!
da sollte man dann umqueren. Ja, ja. Sonst musst du alles wieder raufgehen. Also komm aber da. Nein, ich quer gleich, glaube ich. Nein, du kommst jetzt noch runter, junge Maid. Wehe, die schmeißt. Ja, mich schmeißt sicher. Schmeißt es, schreibt es ein in die Kommentare. Was? Nein, nix da, weiter. Ich hab mit den Zuschauern geredet. Das ist voll anstrengend. Umdrehen, umdrehen. Jawohl. Oh Gott. Schau, jetzt haben wir gleich Bremsen im Tier nachgelernt. Es ist voll kalt. Ist der ins Hose allein, ne? Nein! Gott sei Dank. Aber meine Hände frieren fast ab. Jetzt gehen wir da rein wieder, ja, bitte. Ja, gehen wir um. Das ist mühselig. Du hast wenigstens gescheite Schuhe gehabt. Wir haben ja keine Gletscherausrüstung mit. Jetzt müssen wir uns unseren eigenen Weg gerade da oben suchen. Weil normalerweise gehen jetzt irgendwie da oben und durch den Gletscher führen. Wir werden das jetzt großräumig umgehen und schauen, dass wir da irgendwo rausqueren, wo wir uns nicht die Schädel einschlagen haben. Gell, Schatz? Ja. Weil das ist da reiner Schutt. Genau. Alles rutscht weg. Ja. Aber Gletscher. Also spätestens Hirzen haben wir eine Hochtour. Wir sind gerade am Gletscher unterwegs, am Abbahn. Ich weiß nicht, wie er heißt. Müssen wir halt durch den Dreck gehen, weil wir keine Spikes und Steigeisen dabei haben. Aber es geht. Das ist voll arg. Ja. Ja, das ist eben, da rinnt das Wasser raus. Und das hat sich halt da seinen Weg so geformt. Mit 4, 5 Meter unten rinnt. Das geht dann ganz raus. Und da vorne, wo nachher das Wasser raus rennt, das speist dann den See. Das ist eh die Frage. Ja, wir können in der Mitte vom Gletscher auch gehen. Wobei dann haben wir wieder das Schneeviertel. Ja. Gehen wir mal in der Mitte. Ja. Ja. Also warten wir. Ja, weil wenn wir jetzt links rumgehen, haben wir den Schoh da. Gehen wir über den Gletscher aus, das ist gescheiter. Und da eben auch vorher aufpassen, dass es nicht ausrutscht, weil sonst landet es genau da, wo das Wasser ist. Ja. Eiszapfen sogar noch da drei. Voll geil, ja. Meine erste Gletscherbegehung, was sagst du dazu? Ganz toll. Wir haben die richtigen Ausrüstung. Naja, es ist lehrbuchmäßig, was wir gerade machen. Mit einem Abbahngletscher kann man als Handschaft gehen. Nein, man sieht jedes Mal. Nein, wirklich, also mit einem Abbahngletscher, sofern nicht abstürzt, gefährdet oder so, kann man so durchaus gehen. Sind intelligent eingestiegen in Gletscher und sind da vorne beim Schnee, schauen wir mal, wie wir rauskommen am gescheitesten. Aber da sind jetzt sowieso keine Spatzen mehr. Da oben haben wir gar nicht. Zuerst waren wir da oben durch den Grat, genau, und jetzt haben wir uns da durch den Schoder runtergesucht und über den Gletscherführer. Nicht schlecht. Für das hätte ich gerne einen Daumen noch oben. Und das nicht schön ist, was dann? Dann weiß ich es nicht. Paradise! In your eyes. Wahnsinn. Oder? Wahnsinn. So schön. Geh bitte.
Wie in der Karibik ist da, gell? Ja, voll. Ein bisschen mehr Schnee. Und ein bisschen kälter. Ja, das passt gut. Nein, das hat sich ja ausgezahlt, da die Runde machen. Jetzt da den See noch einmal sehen. Dann da raus. Schuppidi, wuppidi, wupp. Wupp, wupp. Ja, ja. Und da, auf dem Bruchhaufen, waren wir oben. Na wirklich. Was willst du sagen? Was ist da schön? Sie sagt, das ist so ein schöner Weg. Ja, da ist überhaupt kein schöner Weg. Ich rutsche irgendwo im Schoderholz zu. Schoderpulver! Mein ganzer Schuh ist voller Storn. Sag die Scheiße, wo ich jetzt runtergesurft bin. Wir sind jetzt da runter. Da sind wir runtergesurft. Weil da drüben war der Weg. Aber der ist auch scheiße. Und du hast gesagt, du willst jetzt in den Schnee surfen, statt Schoder surfen. Ist mir nur lieber. Oh. Ja, da geht's noch um. Willst du was sagen? Du hast schon wieder in den Fettmodus eingeschaltet. Nein? Du bist so. Ah, ich bin so fett, okay. Ah, ja. Nein, ich hab keinen Fettmodus 3. Du bist nicht fett. Oh. Wenn du immer mein Gesicht so riesig machst. In meiner absoluten Verzweiflung, weil ich diese Steinwüste da runter muss. Da schau, wie fett das ich bin. Bauch steckt gleich so da. Stört dich eigentlich das Geklimper von der Kamera? Nein, das Geklimper von der Kamera stört mich nicht, weil wenn es mich stören würde, dann hätte es nicht da oben. Und das scheiß Peak-Design, was 100.000 Leute schon markiert haben, das habe ich schon probiert, das ist der größte Scheiß. Darum verwende ich es auch nicht. Okay. Was tust du heute? Tust du Steine umordnen, oder? Wegen Zahnraum. Ja. Staubsauger ist auch nicht dabei, gell? Freue mich schon, wenn ich schaue. Das ist mir weg zu viel Geröll. Weg von dem Berg, das, wieder Staubsaugen. Das muss man saugen. Ja. Möchtest du irgendeine Zornattacke reinschreien? Jetzt war die Möglichkeit dazu. Es reicht! Die Laune ist jetzt wieder besser, gell? Ja. Da hinten oben war es jetzt nicht gerade. Nein, wirklich nicht. Gell, das musst du zu ja. Du warst da wieder da. Ja, ich war kurzfristig mal wieder, weil meine Schuhe voll Schoder waren. Ja, aber mei, was so ist. So ein Paradies muss man sich erst hart erarbeiten. Das stimmt, ja. Das ist ja wirklich Paradies, diese Stadt. Nein, jetzt da ist es echt wieder frisch. Das ist sogar Traum. Auch wieder so. Ja. So rein dazu. Ein paar Regentropfen im Nack. Das passt schon. Jetzt kommt der See wieder ein bisschen raus. Das war schon. Voll. Komm, jetzt gehen wir. Eine Herde weißer Schafe ist mein König. Ja, die haben alle. Was ist los? Schwarze Knie. Was? Jo Liebsatz. Ja, Mann, was hat sie es lieb? Voll lieb. Mann, so lieb. Das ist so lieb, was hat sie es. Oh, der tut aber schier. Hä? Hey, lass du meine Schuchbandle in Ruhe. So. Interessant. Boah, die haben wir aber richtig gescheit. Darum habe ich mir gefürcht. Sonst fürchte ich mich nicht vor dem Schaf, aber Schafe mag ich voll. Ja. Aber das war doch jetzt lustig. Voll, voll. Na schau, die kommen noch. Ja, so lieb. Wir Chippen. Das ist da hinten verbunden sogar. Was hat es jetzt da? Jetzt am Herrn da, mein so. Knie. Also mein Umschenkel. Was ist verbunden? Da ist eine rechte Hinter. Ah ja, ist mei, ist verletzt. Du warst verletzt, gell, ja. Aber wir gehen jetzt trotzdem ab, gell? Vierte. Ja, komm mit, was soll ich machen? Wir haben einen Nachwuchs gekriegt. Ein kleiner Bergwagen-Profi ist dabei. Ja, komm mei! Jetzt ist er umgedreht. Er ist so lieb. Ja, vierte! Ah!
Einfach gewaltig. Ja, schon. Schau, das hat uns jetzt wieder aufgehört. Genau. Also sie hat schon recht gehabt, gell? Das war ein schöner Weg. Ja, da schon. Aber das früher, glaube ich, hat es vergessen. Ach so, ja. Da oben war der Weg echt richtig, richtig schlecht markiert. War ein Verkofferer dabei, aber ja, am Weg sind wir auch. Jetzt geht es da vier und dann irgendwo Bockstücke durch den Wald runter. Und von da ganz hinten oben kommen wir her. Sagt ihm, ist gewaltig. Sache bei dir, gell? Ja. Aber wir schaffen das. Natürlich. Auf jeden Fall. Die Laune noch immer gut. Zumindest nach außen hin. Was? Die Laune noch immer gut, zumindest nach außen hin. Ja, ja. Also wir sind jetzt gerade rechtzeitig. Aber wir, in dem Moment, wo wir gekommen sind, geht es zum Ringer angefangen. Ja. Ja, hinten schaut es gerade ein bisschen aus, weil wir haben einen noch umgerammt. Oder wir sind ja direkt losgestartet und dadurch, dass es gekränkt hat, haben wir einfach die Sachen zusammengeschmissen. Und ja, es war echt mega. Mega. Ich glaube noch nie, wenn man einen Radler so verdient in meinem Leben. Ja. Also es waren ja nicht nur zwei Tage im Paradies, gell? Ja, das waren es auf jeden Fall definitiv. Aber nicht nur. Nicht nur. Sondern heute, das war schon ein ziemliches Highlight. Ja. Das kann man so sagen. Noch nie auf einem 3000 da oben gewesen. Dann heute gleich zwei 3000 da gemacht. Ja. Dann unbeobsichtigt durch den Bruch da oben zuerst, nicht wissend, dass wir eine Gletscherquerung haben, erste Gletscherbegehung auch noch gehabt. Und ohne Gletscherausrüstung? Ohne Gletscherausrüstung, aber das hat passt, weil der Gletscher abbar gewesen ist. Und für das, dass die Wirtin gesagt hat, dass der Weg so schön ist da oben. Also ich habe echt schon viele Sachen gemacht, aber auf einem normalen Wanderweg habe ich mit meinem Leben noch nie so oft verkoffert wie da. Also das mit den Markierungen ist da teilweise echt so eine Sache. Überhaupt, also echt schlecht markiert, ja. Echt schlecht. Wahnsinn. Da rennst du in der Prärie herum und aus so Schafen findest du überhaupt nichts. Ja, aber landschaftlich ein Traum, aber, gell? Ja, echt. Also landschaftlich war das ein Traum. Ja, und die Barmerhütten rundum und um ist schon ein geiles Gebiet. Ja, voll. Wirklich schön und die Hütten selber ist echt der Wahnsinn. Und die Hüttenleute, die sind also nett. Also, geben wir eine Auskunft. Was du wissen willst, erzählen sie da, raten da für Sachen ab. Also, sie haben uns von der mittleren und von der kleinen Ohrenspitze abgeraten, weil die so brüchig ist oder gerade Überschreitung zu machen, weil so brüchig. Und die Tour, was wir heute zum Beispiel gemacht haben, haben uns gesagt, ganz oben ist Bockstücke. Da habe ich nachher nicht mehr gefilmt, da habe ich dir nachher eben auch viel geholfen. Gell. Das, ja, und das war ein Bockstücke. Das war wirklich arg. Ja. Also, und war, also das würde ich vor allem Anfänger und so nicht empfehlen. Ja, und vor allem waren die Hütten Leute einfach schon sagen, eben, die Runde können wir machen, aber von dem anderen raten sie ab, weil es brüchig ist. Weil das war halt, dann ist das wirklich brüchig. Ja. Ja. Nein, aber ansonsten ist es voll der coole Standort, gell? Voll, war wirklich, wirklich Paradies. Muss man echt sagen. Wächst du wieder mal auf einen 3000er, gell? Definitiv. Wobei ich eh schon gesagt habe beim Abergehen, also ich finde, nachdem ich das jetzt geschafft habe, finde ich die größere Leistung den Abstieg als den Aufstieg an sich. Ja. Also da hat sich heute wieder mal gezeigt, gell? Das erst ist, wenn du im Tal bist, genau, da gehört dann der Berg. Gehört dir der Berg und das ist wirklich, wirklich zart. Ja, aber wir haben es gut geschafft und
Das war das Coole, ja. Ober und Out. Ja, Ober und Out. Jetzt geht es nur noch heim nach Salzburg. Genau. Schreibt uns rein in die Kommentare, wie euch das Format gefallen hat. Ich habe jetzt bewusst einmal nur ein Video draus gemacht. Ich hätte da natürlich auch mehr draus machen können, aber ich finde halt das irgendwie so cool. Das war ja eigentlich ein einzelnes Abenteuer. Genau, von Anfang bis Ende, ja. Ja, von Anfang bis Ende. Und schreibt es unten rein, ob euch das gefallen hat. Und sowas nicht mehr verpassen, wo jetzt Kanal abonnieren, graue Glocken aktivieren, schaut sich auch die Kanalmitgliedschaft an. Und ganz wichtig, nicht vergessen, gell? In dem Sinne, danke fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Der Kerl bleibt's geil, sagt die Anna. Der Kerl bleibt's geil. Und ich, der Franz. Ciao, pfiat euch. Pfiat euch.